Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Schröders Nebenwerte-Watchlist und schön, dass Michael da ist. Hi. Grüß dich. Schau, ich habe es uns ganz herbstlich gemütlich ja, gemacht. Ja, passt, wunderbar. Fehlt noch die kleine Uhr jetzt am Wochenende, glaube ich. Stimmt, werden die Uhren wieder umgestellt. Werden die Terrassenmöbel zurückgestellt und die Uhr auch. Mensch, das habe ich schon was auf meiner To-Do-Liste stehen jetzt. Auf jeden Fall. Auf jetzt unserer To-Do-Liste steht. Wir blicken auf die Berichtssaison. Die ist gestartet auch im Nebenwertesektor. Mhm. Es gibt zumindest die eine oder andere vorläufige Bilanz, die vorgelegt wurde. Und manchmal werden dann auch die Jahresprognosen angepasst. Oftmals werden die Anleger auch auf dem falschen Fuß erwischt, aber eher im positiven Sinne. Die haben vielleicht mit weniger gerechnet, als dann schlussendlich hier präsentiert wurde oder vorgelegt wurde. Beispiel dafür. Erster Wert für heute ist Secunet. Da gab es in den letzten Tagen eben eine Prognoseanhebung im Zuge der Zahlenvorlage. Führ uns doch mal durch die Ereignisse der letzten Tage. Ja, wir können erstmal die Ereignisse der letzten Jahre nehmen. Und da sehen wir natürlich hier, wir kommen von 600 Euro die Aktie und sind jetzt hier vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen unter die 100-Euro-Marke gefallen. Ja, begleitet wurde das Ganze ja von nicht immer zutreffenden Prognosen, von einem schweren Marktumfeld etc. Klar, das Cybersecurity-Thema generell ist natürlich mit viel Fantasie und mit Sicherheit auch mit viel, oder hat auch eine gute, große Zukunft heutzutage. Über die Hintergründe hat jeder mit Sicherheit schon mal gelesen oder ich hoffe nicht unbedingt war auch jeder schon mal davon betroffen. Aber ja, jetzt um da auf deine Frage zurückzukommen, in dieser Woche vorläufige Zahlen und eine Prognoseerhebung, die dann zu einer Kursreaktion innerhalb kürzester Zeit von über 15% ist die Aktie nach oben gestellt. Deswegen haben wir das Thema jetzt heute mal hier mit, um eben zu zeigen, dass es auch solche Erleichterungsrallys, Erleichterungskursreaktionen eben gibt, obwohl der Kursverlauf eigentlich eine andere Sprache spricht. Hier hatte der ein oder andere eben auch statt einer Prognoseerhöhung eine Prognosesenkung nochmal erwartet. Muss man natürlich auch wieder ein bisschen auf die Zahlen schauen. Statt, ich glaube, 390 Millionen war die bisherige Umsatzprognose fürs laufende Jahr. Jetzt sind wir irgendwie über 400, knapp über 400 Millionen gegangen. Das ist alles von den Zahlen her überschaubar, marginal, aber es ist eben ein Zeichen, weil eben gerade in der Branche jetzt die Budgetdiskussion in der öffentlichen Hand immer die Abschlüsse immer erst ins Q4 fallen und dann kurz vor Jahresfrist dann mögliche auch größere Aufträge eben abgeschlossen werden. Darunter das Unternehmen traditionell immer wieder gelitten, aber jetzt eben das Zeichen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt eben schon sagt, hey, wir können die Prognosen sogar ein bisschen anheben. Wir haben also jetzt nicht wieder, möglicherweise nicht das Problem, dass sich hier das eine oder andere noch ins neue Jahr verschiebt. Beim EBIT bleibt man bei dem bisherigen Forecast, dass man leicht unter dem Vorjahreswert rauskommt. Wie gesagt, hier ist jetzt zumindest mal ein Flock in den Boden gerammt, dass wir hier jetzt nicht nahtlos weiter immer nach unten durchlaufen können. Operativ muss man eben jetzt schauen, wie sich dann trotzdem das Q4 entwickelt, was dann am Ende des Tages auch beim Ordereingang und im Auftragsbestand hängen bleibt, was dann im kommenden Jahr abzuarbeiten ist. Und vielleicht gibt es auch schon erste Indikationen. Ich glaube, am 12. November haben wir die endgültigen Zahlen, dass der Vorstand sich da dann auch noch mal so ein bisschen zur aktuellen Auftragslage detaillierter äußern kann. Also der Titel gehört jetzt mit Sicherheit auch mal nicht nur nach dieser langen Talfahrt auf die Watchlist, weil wenn man jetzt zumindest hier operativ einen Boden findet, dann hat man natürlich auch dann in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen wieder die Möglichkeit, das Ganze auch kurstechnisch zu steigern, indem man eben jetzt hier wieder ein bisschen mit Umsatzwachstum und auch mit einer operativen einer Ergebnisverbesserung daherkommt. Wie gesagt, die Aussichten in der Branche sind mit Sicherheit recht gut. Dann machen wir gleich weiter mit Friedrich Vorwerk, Energie, Infrastrukturprofi, der auch Zahlen vorgelegt hat, vorläufige, und ebenfalls die Prognose angehoben hat. Mhm. Führ uns doch da mal durch die Daten und Fakten. Ja, das Vertrauen kommt zurück, könnte man hier zurückschreiben. Das war hier, ich kann mich noch gut erinnern, das war eine Gewinnwarnung, die es in sich hatte. Da musste man die Margen deutlich zurücknehmen, weil man die prall gefüllten Auftragsbücher unter Zeitdruck abarbeiten musste. Und das war relativ kostspielig. Darauf der Markt war sehr, sehr enttäuscht reagiert. Wir sind hier bis in den einstelligen Bereich zurückgefallen. Aber auch damals hat der Vorstand schon gesagt, dass man eben hier peu à peu, Quartal für Quartal jetzt bessere Margen zeigen kann. Das hat sich jetzt hier auch schon wieder deutlich von dem Niveau damals steigenden Kursen niedergeschlagen. Das Ganze
steigert sich jetzt hier ein bisschen überproportionales Q3, die Vorabzahlen, du hast es gesagt, 11 Prozentpunkte bei der Marge Richtung 17,5% sind wir jetzt schon wieder hochgegangen. Also eine deutliche Verbesserung zu den einstelligen Margen vor anderthalb Jahren. Und das, die Tendenz zeigt hier eben in die Richtung, dass sich dieser Trend auch weiter fortsetzen kann. Dass man jetzt hier die entsprechenden Kapazitäten hat, die entsprechenden Arbeitskräfte hat, um die prall gefüllten Orderbücher abzubauen. Infrastruktur, Energieinfrastruktur, der Trend ist, das hat jeder mit Sicherheit in den Medien schon wahrgenommen, immer mehr Stromtrassen oder auch Wasserstoffpipelines, LNG-Terminals, überall dabei bei diesen großen Projekten ist eben Friedrich Vorwerk mit aktiv, kann alles aus einer Hand anbieten. Auftragsbücher prall gefüllt, werden sich jetzt aber in den kommenden Jahren noch weiterfüllen, weil das Thema gerade erst richtig durchstartet. Man hat jetzt schon große Milliarden auf, aber da kommt mit Sicherheit noch einiges dazu. Und wenn es dann jetzt gelingt, die Margen weiter zu steigern, dann haben wir hier auch noch weiteres Kurspotenzial. Herr Witzmann, CrossRead, die ersten Analysten, gibt nicht viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Bärenberg hat, glaube ich, das Kursziel von 27 auf 34 hochgesetzt und eben auch gezeigt, dass man mit dieser Prognoseerhöhung, dass man eben beim nicht mehr 11 bis 13 am oberen Ende von 11 bis 13% Marge rauskommen will, sondern 14 bis 15%, dass man hier höher kommt. Also haben wir jetzt die Option, dass der Gewinn je Aktie im nächsten Jahr Richtung 1,50 geht. Dann haben wir einen KGV, 25er KGV von 18, was angesichts der Visibilität der Orderbücher mit Sicherheit noch nicht zu teuer ist. Man muss jetzt mal schauen, wie weit jetzt hier diese Dynamisierung, sage ich es mal, dieser Aufwärtstrend die Aktie führen kann. Gut möglich, dass wir jetzt hier dann auch in den nächsten Wochen noch über die 30 Euro hinausgehen. Und wir werden beim Aktionär das Thema jetzt auch in der nächsten Ausgabe noch mal ein bisschen hinterlegen, mit ein paar Detailinformationen versehen. Also, weil es ist am Ende hier in Deutschland eine spannende Geschichte im Energiebereich, die man als Depotbeimischung sicherlich in Erwägung ziehen kann. Gut, dann gibt es einen neuen Aktionär. Mehr Infos dazu, die gibt es dann morgen Abend schon als E-Paper. 2G Energy, Blockheizkraftwerk Spezialist. Da gab es wenig Energie zuletzt, aber im Oktober haben wir schon eine Gegenbewegung gesehen. Kann sich die jetzt fortsetzen? Womit rechnest du? Das Problem ist hier immer alles, was mit grüner Energie aus Deutschland zu tun hatte, wurde dazu kommt das Nebenwerte-Thema generell, was wir jetzt in der Vergangenheit schon oft thematisiert haben. Aber viele internationale Fonds haben alles, was mit grüner Energie aus Deutschland zu tun hat, beschlossen zu meiden. Sagen wir es mal so salopp. Es wurde dann, man sieht es hier immer, eine Kursaufwärtsbewegung wurden dann immer gnadenlos abverkauft. Aktie ist dann oft wieder auf 20, knapp unter 20 Euro zurückgefallen. Aber jetzt mit den Q3-Zahlen, A, könnte sich das Thema operativ deutlich bessern und B, wird der ein oder andere jetzt dann vielleicht auch mal überlegen, dass dieses Thema gerade bei 2G mit der dezentralen Energieversorgung und den Blockheizkraftwerken auch ein internationales Thema, was eben auch gerade in Amerika sich einer deutlich gestiegenen Nachfrage erfreut und dass dann der ein oder andere Fondsmanager eben auch erkennt, dass das jetzt nicht kategorisch zu meiden ist, eben weil es auch in Amerika zum Einsatz kommt. Da gab es jetzt in der letzten Woche entsprechende Newsflow mit erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken, die in Amerika im großen Stil geordert wurden. Das Ganze hat jetzt dazu, in Summe dazu geführt, dass der Auftragseingang im Q3 bei 80 auf 80 Millionen sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat. Wir sind jetzt beim Bestand bei 230 Millionen. Das Unternehmen hat deswegen die Umsatzprognose fürs kommende Jahr, sind wir, glaube ich, jetzt bei 430 Millionen angekommen. Unterm Strich ein KGV von 12, also insgesamt bei einer recht hohen Visibilität an günstige Bewertung. Wenn man sieht, woher jetzt der große oder wo der größere Anstieg in den Orderbüchern da ist, und da sieht man halt interessanterweise Osteuropa und Amerika, gerade da, wo schnell verfügbar dezentrale Energieversorgung jetzt extrem stark nachgefragt ist, auch aus geopolitischen Gründen. Da steigt die Nachfrage und ich sehe jetzt eigentlich relativ gute Chancen, dass die Aktie eben jetzt hier nach einer Konsolidierungsphase auch weiter wieder in diesen oberen Teil der Schiebezone geht und sich dann mit dem entsprechenden Newsflow, mit dem entsprechenden Zahlenwerk auch um 30 und auch darüber hinaus dann in Zukunft etablieren kann und eben nicht wieder zurück auf die 20-Euro-Marke fällt.
Über Traton habe ich heute Morgen schon über die Eckdaten in der Märkte am Morgensendung berichtet. Du warst das. Ich war das. Heute Kollege Martin Weißmann nicht am Start. Aber kurz und knapp nur auf die Zahlen eingegangen, die positiven Zahlen, Prognose. Jetzt darfst du uns sagen, wie es vielleicht weitergehen könnte. Es gab ja unterm Strich nicht viele Zahlen. Es ging so um operative Ergebnisse. Da ist man im Q3 19% gewachsen auf knapp 1,2 Milliarden. Und ja, die Analysten hatten im Vorfeld mit ein bisschen mehr als einer Milliarde gerechnet auf, in ihren Cheats. Und das zeigt in einem doch sehr fragilen Marktumfeld, die Konjunktursorgen haben jetzt, sind jetzt in dieser Branche angekommen und der ein oder andere hat jetzt gesagt, dass jetzt erstmal Schluss ist mit Wachstum, dass man jetzt mal kleinere Brötchen backen muss. Traton hat eben gezeigt, dass die Hausaufgaben gemacht hat. Bei Scania, es gibt Scania, eine der vier Töchter, hat man durch einen geschickten Produktmix, also man hat am Ende seine Preise durchgesetzt, hat da deutlich mehr verdienen können. Dann gibt es noch ein paar Nachholeffekte in anderen Produktklassen, die schneller zum Tragen gekommen sind. Am 28. Oktober gibt es dann die endgültigen Zahlen und dann wird der Vorstand mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen mehr zur aktuellen Situation sagen. Viel gesagt hat er Anfang Oktober schon, dann war der Kapitalmarkttag, da waren die mittelfristigen Aussichten, aber die sind jetzt hier, man sieht das hier in diesem Gedrubbel, in dieser Konjunktursorge untergegangen, aber jetzt kristallisiert sich dann doch heraus, dass Traton hier sehr gut durch diese Phase kommt und die Möglichkeit ist jetzt gegeben mit diesem heutigen Kurssprung auf Basis dieser ersten Eckdaten, dass wir jetzt dann doch wieder Richtung 34, 35 Euro, also die bisherigen Jahreshöchststände der Aktie, durchziehen können. Wir werden das hier weiter eng beobachten, haben im Realdepot auch eine Hebelspekulation laufen, eben auf diese Entwicklung. Und daher Aktionär Online und auch im Printmagazin werden wir hier doch engmaschig über das Thema weiter berichten. Haben einiges zu tun. Den Aktionär morgen dann kaufen als E-Paper, der Aktionär.de lesen, ja, und Uhren umstellen. Und ich wusste, dass du es nicht willst. Und Gartenmöbel reinstellen. Dankeschön, Michael, für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin.